für den Herrn der Welt. Bams. So. Gut, dann hätten wir das auch mal geklärt, Digga. Für wen ich mich halte und wer ich bin. Ja, nee, also ich bin auf keinen Fall ein reicher Mensch und ein Handy anschaffen wäre dann doch eine ziemlich große Anschaffung. Wie ich jetzt inzwischen weiß, kann man allerdings auch auf sichere Art und Weise gebrauchte Handys kaufen. Ich wusste gar nicht, dass es dafür einen vernünftigen Marktplatz gibt. Ich habe immer gedacht, da muss man zu diesen zwielichtigen Bahnhofsgeschäften, weißt du? So, wo dann zigtausend alte Handys bis hin zum alten Nokia mit Klappverschluss, wollte ich gerade sagen, herumliegen. Gib mal her. Im Fenster. Und du eigentlich schon weißt, dass die Hälfte davon geklaut ist, ne? Und du weißt ja auch nicht, was da so alles drauf ist, ne? Hazel muss hier irgendwo sein. Da ist Hazel. Haselnuss. Da ist Haselnuss. Haut das Ding jetzt ab, oder was? Muss ich das jetzt extra... Moment mal. Ich gehe mal in Tarnmodus und dann... Ich versuche es einfach mal auf dem einfachen Weg, indem ich mich hier anschleiche und dann... Ui! Bleib ganz ruhig. Ach Mann. Ich werde dir nichts tun. Das Vieh ist tatsächlich... Bewegung. Na los, Hazel. Hazel. Ah, jetzt habe ich eine verpasst. Was ist denn Ding? Moment mal. Hazel, Hazel, ich bin hier. Ich bin hier, um dich zu retten. Komm mal her. Oh, Digga. Das muss doch schön sein. Alter. Muss ich jetzt tatsächlich... warte mal. Was war nochmal der richtige Zauber für sowas? Ich bin das nicht mehr gewohnt, Freunde. Achso, Wingardium Leviosa könnte man ja mal versuchen. Vielleicht kann man das ja damit fliegen lassen. Wingardium Leviosa. Ja. Esel. Naja, auf jeden Fall. Ich tue dir nichts. Ich muss dazu sagen, also ich bin von iOS etwas begeistert, ne? Also ich weiß jetzt, der Kram hat nicht umsonst diesen hohen Preis. Das Handy ist schon älter und hat eine Leistung, die also wirklich sehr, sehr schön und halt auch der Komfort. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, ist, es hat ein sehr kleines Display. Ja, und für jemanden mit der leichter Altersweitsicht. Ich brauche nämlich so eine... Ich hole die jetzt mal lieber nicht. Die sieht hässlich aus. Ich brauche so eine Lesebrille, um nahe Dinge zu lesen. So, warte mal. Warum? Warte mal. Gibt es hier noch was zu holen? Vielleicht? Hier ist nämlich die Einhornhöhle. Ja, aber ich habe es ja jetzt schon, das Einhorn. Was ist das da unten? Warte mal, da war noch was. Ist das noch ein Einhorn? Kann ich davon mehr als eins haben? Das ist nicht einmalig. Warte. Spaß. Spaß pur und gute Laune. Warte kurz, dann holen wir uns dieses One Horn auch noch. Ah, da guck mal. Ja, dann machen wir uns nämlich so ein Zuchtgehege und dann... Achso, das ist jetzt Hazel. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ah, da hinten sind noch Mondkälber. Ach, guck mal. Komm, machen wir noch ein bisschen Randale hier. Das bringt zwar nicht viel, aber... warte. Runter, 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 runter. Ah, guckt euch das an. Ui, hauen sich aber ganz schön auf die Fräse da.
Wow, der hat da mal eben den Hund platt gemacht. Was soll das? Lumos. Tja, du wurdest soeben gerade geickt. Warte mal. Was haben wir denn da? Moment mal. Ich geh mal runter, weil da ist ein Tier drin. Ne? Warte. Alohomora. Alohomora. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, ich wollte vorhin auch sagen, in Hogwarts müssen wir noch ein paar Sachen suchen. Da gibt es noch Revelio-Seiten und anderen Spaß. Und ich erinnere mich auch oben, wo der Schulleiterzimmer war. Da war so eine seltsame Tür. Die würde ich gerne auch dann. Hä? Was war das eben? Revelio. Das war wohl ein Hase, der da drinne war. Das ist aber kein Tierwesen, ne? Nö. Also es ist wohl eins, aber nichts, das wir fangen können. Den Rülpser lasse ich jetzt drinne. Ach, guck mal. So. Jetzt ist alles gut. Ein Mondkalb. Hüho, ein Mondkalb am Start. Da sind noch mehr. Guck mal. Da. Vincatio Leviosa. Das glaubt Professor Howen nie. Die wird uns hauen dafür, dass wir hier Geschäfte machen. Was unterscheidet uns eigentlich von Wilderern? Ich habe gerade... Super. Es gibt nämlich noch Herausforderungen, für die wir Tiere fangen müssen, wenn ich mich recht erinnere. Oh, Geld. Und Pilzi-Pilz. Komm, nehmen wir auch noch mit. Na, willst du wohl... Ja, somit ist eine Sorge halt für meine lange Radtour beseitigt und ich freue mich drauf. Ja, ich werde dann entweder, also ich kann es ja ruhig sagen. Ja, nee, das schneide ich dann mal eben weg, weil ich habe mich eben da vertan. Also ich werde dann so... Oh, warte mal. Ich werde dann so Mitte bis Ende Juni aufbrechen mit meinem getreuen Rade. Werde es ein paar Wochen vorher, so 2-3 Wochen vorher, durchchecken lassen, neue Schaltkassette, neue Kette und so weiter und so fort. Mal gucken, so was sonst noch ist. Das ist schon eigentlich genügend Investition, was dafür notwendig ist. Dann brauche ich noch ein paar Packtaschen hinten für den Gepäckträger. Denn alles im Rucksack haben, nein, das will man nicht. Ich muss mal auf die Karte. Ja, reden und gleichzeitig... So, Karte von Hogsmeade. Ich verknackt oder was? Ich habe momentan gerade hier eine leichte Gehirnschwäche. Wie war das jetzt nochmal? Ach so, ja, diese Taste. Ja, alles klar, super, alles klar. Dann reisen wir da mal hin, dann kann ich auch reden. Ja, also alles im Rucksack tragen. Ich habe da zwar so einen schönen mittelgroßen Wanderrucksack, den ich auch mitnehmen werde, aber da alles drinne und dann über die Gebirge und so weiter. Nee, will mir nicht behagen. Da packe ich lieber hinten auf den Gepäckträger. Ich habe da so einen schönen starken Gepäckträger. Da packe ich dann
lieber ein paar Packtaschen drauf. Und ja, vorne für den Lenker habe ich eine wunderbare Handyhaltung für das neue Navigationsgerät. Da kommt noch so eine Lenkertasche hin, dass ich eine Akkubank da vorne dran machen kann. Da kommen dann ein paar so lösbare Kabelbinder dran, so dass ich das dann das Handy während der Fahrt an die Akkubank hängen kann, so dass es auf keinen Fall das hat genügend Laufzeit. Aber ich weiß halt nicht. Ich werde da einmal den Navigator drauf laufen lassen und dann noch einen GPS-Tracker. Warum GPS-Tracker? Weil ich natürlich die Strecken aufzeichnen möchte. Haben Sie mein Piekse-Pony gefunden? Was? Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Okay, ja, habe ich. Alter Schwede, Piekse-Pony? Das hört sich pervers an. Uns geht es gut und ja, habe ich gegen eine Gebühr. Ach komm. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Piekse-Pony vermissen. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Soll ich Hazel ordentlich durchbürsten? Ja, ich werde Hazel ordentlich durchbürsten. Ich habe gerade irgendwas gekriegt. Ich gehe mal rein. Ich habe da vorhin schon gesehen, dass da ein Ausrufezeichen war. Oh, da sind viele Ausrufezeichen. Talente? Oh, ich bin aufgestiegen. Ja, ich weiß kaum, wofür ich den Punkt einsetzen soll, weil das Ding ist ganz einfach. Jetzt gibt es nur noch Zauber, die oder Talente, die irgendwas mit Stupor und den ganzen anderen Sachen, die ich nie benutze. Dann benutzt das doch mal. Nein, tue ich nicht. Hölzerne Jungfrau. Geh lieber nicht rein. Piekse-Pony-Gefahr. Ist das normal? Alter. Nein. Leute. Also, Piekse-Pony-Gefahr. Alles klar. 103 von 140. Digga. Ich werde hier heute mal wieder wirklich sehr stark... Oh, guck mal. Einhorn. Einhorn. Das Einhorn ist ein scheues, schönes Pferd, das ein Horn auf dem Kopf trägt. Und Piekse-Pony genannt wird. Die Fohlen sollen ein golden schimmerndes Fell haben. Ja, Verkaufswert 120. Noch. Ich lasse die Mondkälber erstmal. Ich könnte sie jetzt verkaufen. Ja, ja, ja. Wie so ein Wilderer wie ich halt tut. Wisst ihr, wir nehmen einfach mal irgendetwas. Weißt du, weil hier Schleichen ist ja schon fast voll. Ich weiß, wir haben alle Talente, die mir irgendwas... Warte mal, nochmal. Petrificus Totalus umfasst seinen Wirkungsbereich der Gegner, in der Nähe treffen kann. Na? Als Bescheid, ich verwende Fritzi nicht. Treffer mit Verwandlungszauber verwandeln Gegner in oft explosive Objekte. Descendo-Treffer. Ich nehme kein Descendo. Depulso löst eine zusätzliche starke Explosion aus. Ich verwende keinen Depulso im Kampf. Haupttalente. Stupor-Treffer verursachen direkten Schaden. Ein perfekter Protego verwende ich nicht. Protego. Stupor. Alter, warum denn so viel von diesem Quatsch? Haupttalente hatten wir da schon. Ach ja, das hatten wir eben gerade. Okay, alles klar. Schleichen. Warte mal. Hä? Es war doch noch was. Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Was ist denn noch? Nee, ich hatte da noch. Ja, ne, also das sind hier die ganzen Kräuterdinger. Da sollten wir vielleicht auch mal machen aus Spaß. Dunkle Künste, da war doch noch was. Hier! Avada Kedavra Beherrschung. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Digga Schwede. Muss Avada Kedavra wirken können, um dieses Talent freizuschlagen. Ich werde den Punkt aufheben. Ich werde den Punkt aufheben erstmal. Flipendo hat auf den Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Stupor wie ein Fluch. Arresto Momentum. Ja, nee, also das hier. Ich werde erstmal den Talentpunkt aufheben. Erinnert mich dran.
So, wir gehen mal auf die Karte und reisen einmal in den Raum der Wünsche. Und dann würde ich ganz gerne, ja, das würde ich wirklich, warte. Ja, erzählen und gleichzeitig, ne, weiß Bescheid. Okay. Gut, jetzt können wir aber reden. Gut, ja, Packtaschen fürs Fahrrad sind noch fällig. Vorne eine Lenkertasche müsste ich auch noch anschaffen. Und, was war noch? Ah ja, ein mobiles Werkzeugset. Da habe ich mir schon was Schönes ausgeguckt. Also so eine kleine Tasche mit Werkzeug, mit einer zusammensteckbaren Ratsche. Also wo alles drin ist, was man braucht, um halt, ja, sagen wir mal, einen Reifen zu wechseln oder mal, ja, einen Schlauch zu flicken oder sonst was, ne? Meine Luftpumpe ist auch eine Katastrophe, deswegen müsste ich die mal irgendwie demnächst. Ich mach mal identifizieren hier. So, zwei Sachen sind besser. Alle anderen sind scheiße. Gut, weißt du was? Wir versuchen mal hier ein bisschen. Also erstmal Knöterich sammeln, Giftkamm sammeln, Dünger sammeln. Nein! Bitte einmal den Dünger sammeln. So, denn diesmal kriegt der Diptam den Dünger. Gut, super. Warte mal, ich habe noch was vor. Hui. Sagt man nicht. Einmal hier oben rein. Ob wir noch ein Grabhorn kriegen? Also ein Grafhorn. Ich werde jetzt nicht die Arschwindereier sammeln. Da ist unser Phönix. Den können wir einmal kurz, weil Phönixfedern sind selten. Warte mal. Einmal striegeln. Ich hätte ihm beinahe wieder eine gebatzt. Das ist normal. So. Und ah, hat er gesagt. Habe ich dir wehgetan? So, Phönix wieder sammeln. Und wie war das noch? Rechter Button? Ja, genau. Tierwesen hinzufügen, Tierwesen hinzufügen. Ja, ich mache hier oben wahrscheinlich dann die etwas besonderen Teile hin. Warte mal kurz. Ja, jetzt brauche ich diesen Beschwörungszauber. Jetzt muss ich wieder mit dem. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Kleiner Augenblick. Ja, weißt du, wo mache ich den denn mal hin? Gut, Entschuldigung. So, wo ist denn der Beschwörungszauber? Beschwörungszauber, da. Tovarisch. So, jetzt wird wieder jemand sagen, ich bin Kommunist, weil ich gesagt habe, da Tovarisch. Ja, hier, der da war, da Kadabra ist ja auch noch der. Ja, genau, genau, genau. So, ich will mal was beschwören. Und zwar, Gegenstände für draußen. Ist es das? Wo ist denn das Tiergehege Zucht Geschichtenteil? Ja, Tierwesengegenstände, da. Da ist das Zuchtgehege. Okay, alles klar. Guck mal, ach, man kann nur 999 Mondstein haben. Das ist ja toll. So, ja, zurückbleiben, bitte, und raus. Und da haben wir interagieren, Tierwesen handhaben. Ich würde gerne das auswählen. Ach so, halt. Hä? Moment mal. Tierwesen handhaben. LB beschwören? Was ist das?
verstehe das gerade nicht. Ja, was heißt zum Inventar? Ich tue dir nein. Nichts. Wie kann ich hier bitte das hinzufügen, sodass da Zucht entsteht und Zucht und Ordnung? Was ist Tierwesen? Hier gibt es keine Tierwesen. Ja, hallo? Warte mal kurz, wenn ich dieses Tierwesen hier, wenn ich da sage, Moment, interagieren, Tierwesen handhaben. So. Jetzt sage ich, ich möchte das zum Inventar hinzufügen und dieses zum Inventar hinzufügen. So, dann sage ich, ich möchte hier in diesem Teil, möchte ich das freilassen, das freilassen. So. Hier gibt es keine Tierwesen. Guck mal. Okay, ich lasse das jetzt. Ich werde das nochmal nachschlagen vielleicht. Also ich habe jetzt viel mehr Bock, mir noch Klamotten zu besorgen. Meine Güte, schon wieder zwei Folgen. Wir haben gerade mal ein Einhorn eingefangen. Oder zwei. Gut, alles klar. Und zack. Oh, wir haben ein neues Tierwesen, ein Schmetterling. So, flieg, kleiner Schmetterling. Aber wo ist denn mein Webstuhl? Da, genau. Stuhl des Webens.